Ich habe einen Menschen entführt aus deiner Farm. Smoker, Smoker, der rauchende Hase ist es. Es ist wieder kein Cobblestone hier. Es ist wirklich nicht wahr. Das sind die einzige Space, die kein Cobblestone hat. Was brauche ich für den Butcher? Einen Smoker. Und wie mache ich den? Einen normalen Ofen. Ja. Bringst du einmal mit Holzstämmen außenrum. So, da gibt es einen einzigen Let's Player in Deutschland, der noch nicht Minecraft gespielt hatte. Ich glaube, das ist sogar verboten, ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist auch verboten, ja, ich glaube auch. Nasses Holz. Holz ohne Rinde oder mit? Mit Rinde, Holzstämme. Chat schon wieder am Lügen hier, könnte ich schon wieder ausrasten. Umringst ist nicht, sondern so. Ich habe es jetzt herausgefunden, Spark, alles gut. Oh je. Yeah. Okay. Wieso behält der Penner jetzt seinen Beruf, weil er im Boot sitzt oder wieso? Kann ich ins Wasser fallen und überlebt das? Nee, ist nicht Assassin's Creed hier. Kannst du von egal wie hoch reinhüpfen. Wie geil. Nice. Der Butcher tradet keine Sticks. Wer tradet denn die Sticks, ihr Lügner? Ist der Pfeilmacher oder was? Fletcher. Was ist ein Fletcher für ein Beruf? Was braucht der für einen Block? Pfeilmacher, der braucht ein Fletching Table. Ein Fletching Table. Dann machen wir uns einen Fletcher, ja. Leute. Machen eine Villager Brood Station. Machen wir später. Ich mach jetzt erstmal diese zwei Penner Villager hier hin. Dann holen wir. Ich hätte echt gedacht, dass du besser bist in Minecraft, Revi. Hä? Was lacht, Digga? Hast du denn dieses extrem saure Hä gehört? Das Penner, Junge. Ich gehört habe. Ich dachte, dass du in Real Life besser aussiehst, Alter. Oh. Der richtige Penner, Alter. Wie mich. Pen. Alter, ich feier das, wie gut du bist. Ne? Du bist ja unendlich mal besser als Revi in dem Spiel, ne? Hä? Ich weiß ja nicht, ob man Wissen und Gut irgendwie gleichschätzen kann. Ich habe halt schon vieles gemacht, weil ich schon sehr lang mache. Das war wieder richtig saures Hell von Revi. Das war gerade ein gespieltes Hell, damit du dich wieder schön dran aufgeilen kannst, du Penner. Nein. Ja, der Chunk-Bug wurde auch entfehlt mit dem Drachenei. Also die ganzen Bugs, wo man kann mit einem Drachenei beispielsweise Bedrock zerstören. Also das funktioniert aber nicht mehr. Ich weiß nicht, was hat denn im Chat gesagt, Revi? Es ist nicht nur mein Chat, der entscheidet, das müssten alle Chats simultan entscheiden. Mods, machen wir bitte eine Abstimmung, ob wir cheaten sollen oder nicht. Oder das ist ja nicht cheaten. Du tust immer so, also Max, du hast gar keine Ahnung von der Meta, von dem Game. Und, halt doch's Maul, okay? Dann klären wir das einfach so, ist, man kann Max. Revi ist in Minecraft genau wie ich in Fortnite. Spielt seit Jahren und kriegt nichts gebacken. Oh! Digga, ich kriege deutlich mehr gebacken als du, Junge. Ich habe heute 20 Runden Master Battles gecrankt, alle gewonnen. Du Bot, alle. Spoiler, wo wir aufgenommen haben. Max, du bist hier derjenige gewesen, der einfach nur Kotze gebaut hat. Musste ich mich übergeben. Bah, ekelhaft. Peinlich. Ich liebe diesen Salzgehalt, diesen Let's Play. Habt ihr ein Ziel, das ist einfach rumgebottet. Junge, der Ender Dragon wird geslayed, Alter. Auf bestialische Art und Weise. Es ist der... Boah, Junge, irgendwann zimmer ich dir so eine in der Fresse, Alter. Das ist ja geil, Mann. Nein! Oh, zum Glück ist hier Wasser. Ich wäre an Fallschaden gestorben. Und wenn jetzt einer nochmal in meinen Chat reinschreibt, ich soll lieber sneaken, den hau ich komplett lang. Also ich hätte eine Möglichkeit, um hochzukommen, dafür brauchen wir halt eine Ender. Oh, Junge, warte mal, wie war denn das nochmal hier? Wer nochmal der Komposter? Wie wurde der nochmal gebaut? Ist ein neues Rezept, ich weiß es nicht. Ruhe! Asozial, wer da lacht, ist es... Ruhe. Wer da lacht, ist selber ein Arsch. Habt ihr euch entschieden, Bedrock entfernen oder nicht? Man braucht halt jedes Mal eine Enderperle, um hochzukommen. Ist ja keine... Ja, machen wir trotzdem. Ich hol die Enderperlen ran. Ich mach eine Enderperle. Hat dein Chat... Was? Revi, nein, du darfst gar nicht sauer sein. Hat dein Chat eine Abstimmung gemacht, Max? Ja. Und? Soll ich sie angucken? Mods, schick nochmal ganz kurz die Abstimmung, bitte. Mit Cheaten oder nicht? Hier ist die Abstimmung, ich gucke rein. Results. Cheaten ja oder nein? 52% sagen ja, 48% sagen nein. Ist gewonnen. Also im Prinzip, man kommt halt hoch, nur man muss jedes Mal zahlen. Und dafür müssen wir erstmal in den End, Max und so weiter und so fort. Das wirft uns wieder um Jahre zurück, weil du wieder irgendeine talkst, von dem du keine Ahnung hast. Penner. Ja, was machen wir jetzt? Cheaten. Ja? Ja, cheaten. Okay. Ja, wie gesagt, wenn mehr dafür war. Es geht nur darum, diesen einen einzigen Bedrock-Block zu entfernen. Normalerweise kommt man durch, ist halt nur teurer. Wie heißt das Ding? Fletcher Table? Ja, ne? Fletching Table. Du brauchst 2 Flint und 4 Holzplanken. Oben links und oben in der Mitte jeweils ein Flint und Mitte links, Mitte, unten Hab links ihn. Und unten Mitte eine Holzplanke. Wieso, dieser Batscher, er verliert seinen Job nicht, ich muss ihn töten, glaube ich. Naja, wenn du schon einmal mit ihm getradet hast. Ich hab nicht mit ihm getradet, der hat einfach keinen Bock, seinen Job zu wechseln, der Penner. Kommt auf die Uhrzeit an. Wenn nicht, wir brauchen am. Die können nur morgens ihre Berufe wechseln, nachmittags machen die es nicht mehr. Echt? Ja. Wo weißt du sowas? Weil der beim Arbeitsamt für Villager ich arbeitet. Ich hab drüber geschrieben. Geil, das hilft. Steht safe so ein Buch drin. Rein jetzt mit dir, du Assi. Oh yeah. 32 Stick will der haben, für. Für wie viel Emerald? Also für einen Emerald. Ist stark eigentlich. Das ist schon stark. Oder Spark? Stick ist ja nix. Du hast 32. Naja, wenn du Sticks wirklich massig for free hast, warum nicht? Ja, mit der Dingens, mit der Bambusfarm ja safe. Oh mein Gott, 5 Kakteen, das ist geil. Es löppt. Das ist so geil, was ich hier mache. Also wow, das ist, glaube ich, die Folge, mit der ich am meisten Spaß habe. Und Ruhe.
Ich hab übel Spaß gerade. Ich liebe es ja einfach. Hä? Also jetzt mal, was ist mit dir? Ich liebe es ja einfach zu strippen, ich hab übel Laune. Dafür bräuchte ich eigentlich nur ganz kurz einen Greater OP oder was auch immer und dann ist der auf einmal weg. Ja, hast du, kannst deinen Bug gerne ausprobieren nach vorne mit dem Bedrock. Mach ja, okay, mal. Ich mach gerade mal ein bisschen Magic. Muss ich für die Magic irgendwas machen? Ja, du musst, glaube ich, dich ausziehen. Magic ist schon passiert. Ich hab, man hat auch nicht im Stream gesehen, was ich gemacht habe. Oh mein Gott, der Block ist weg, wir können durchgehen. Wie lange machst du schon YouTube? Seit 2011. Halt's Maul. Hauptberuflicher Minecraft-Spieler seit 2011, also seit 8 Jahren. Geil. Ja, das finde ich halt richtig unnormal, ne? Wann hast du das letzte Mal dein Minecraft? Du fang schon mal an, ich komme gleich zu dir. Ich mache jetzt ganz schnell noch die Villager fertig. Also was gut, ich habe studiert, aber seit Anfang des Jahres bin ich fertig und mach's jetzt sozusagen Vollzeit hauptberuflich. Was hast du denn studiert? Ist das Public? Nee, Informatik habe ich studiert. Aber ich habe halt natürlich nicht so viel Energie ins Studium gesteckt, wenn ich nebenbei halt YouTube und Stream gemacht habe. Also ich habe komplett im dritten Semester musste ich abbrechen. Das ist so unglaublich, dass du Holzkopf irgendwas studiert hast. Was hast du für ein Abi, Max? Dein Abitur? Darüber reden wir jetzt nicht. Sag dein Abischnitt und sag, wo du dein Abischnitt gemacht hast. Das ist auch wichtig. Waldorfschule. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Ich hatte entweder Fächer, wo ich richtig krass war. Sport auch schlecht, oder? Nee, ich war im Sportprofil tatsächlich. Wie bist du da reingekommen? Du siehst aus wie ein Minecraft-Skin. Ja, genau, das ist das Gute. Ich hatte Fünfkampf, Digga, Diskus werfen, Kugelstoßen, Speerwurf. Das Einzige, was du gemacht hast, ist Disco werfen, Junge. Leute durch die Disco geworfen. Ja, Disco werden. Alter, wie viel Creeper hast du eingestellt, Revi? Ihr behindert mit euren Einstellungen. Und zwar, kannst du dir mal bitte erklären, dass ich nichts einstellen kann, was die Spawnrate von Mobs ändert? Kann man nichts einstellen. Danke. Ja. Holzköpfe, Alter. Immer die gleiche Kacke mit euch Dummköpfen. Einzige, was man einstellen kann, ist, wie viel Schaden die Mobs machen. Und das wird mit der Difficulty eingestellt. Das hat er halt eingestellt. Der hat ganz viele und ganz viel Schaden da eingestellt. So, Romatra. Wenn ich jetzt wüsste, wo du wohnst, ne? Da würde ich nach Hause fahren und ich würde mir, glaube ich, extra einen Roller kaufen und dann würde ich dich aufs Bett fesseln und mit dem Roller richtig lange Burnouts in deinem Gesicht ziehen, Alter. Geil. Das ist geil. Das würde ich jetzt gern machen, Alter. No hate intended. Die Playlist hier ist aber auch Tomorrowland 2007, oder? Mit den EDM-Drops hier, Alter. Das ist zum Kotzen. Hörst du Musik? Natürlich höre ich Musik. Bin ich ein Bot? Ich höre auch die ganze Zeit Musik. Ich hab nie Musik gehört im Stream. Junge, ich verstehe das auch nicht, Alter. Alle gucken sich das an, hören sich deine Kackstimme die ganze Zeit an. Kotze. Kackstimme. Ja, kann ja nicht jeder so eine geile Stimme haben wie Spark. Hallöchen, ihr Schnitzel. Genau so. Romatra, machst du das auch? Du bist so Scheiße, Alter. Du bist einfach so Scheiße. Romatra hat eine richtige Cancer-Stimme. Du klingst, Digga. Kennt ihr aus Shrek diesen kleinen Lebkuchenmann, der alle nervt? Junge, so was? Romatra. Wie geil, Junge. Wie sehr hat das gerade gepasst, Revi? Genommen, Alter, komplett. Romatra, aua. Ganz schmerzhafter Burn, wirklich. Der ging richtig tief ins Knochenmark rein, Junge. Kennst du diesen kleinen Lebkuchen? Ja, der Typ, der keinen Arm, der nur ein Bein hat, der Penner. genau, das ist Romatra. Ich weiß halt überhaupt gar nicht, warum ich jetzt einfach gerade raus. Ich weiß halt nicht, wo ich rauskomme. Kann sein, dass ich noch. Was bringt die Diamantenschuhe? Das habe ich noch nicht verstanden. Die sind iced out, erstens. Und zweitens geben sie die Rüstung. Können Villager Albträume haben? Villager. Ja, können sie. Ja? Bei mir ist gerade ein Villager einfach nachts aufgestanden. Der steht jetzt hier und macht, nachts in seinem Bett. Kann ganz gut sein, dass ein Zombie in der Nähe ist und dann können die nicht pennen, ne? Ja, Albtraum. Ihr stinkt, okay? Kennen die Crymax, deine Eltern? Natürlich nicht, Alter, die kennen keinen von euch. Ihr seid so irrelevant in der Erwachsenenwelt. Boah, was, das stimmt nicht. Ich war schon so oft im Fernsehen, das kannst du nicht sagen. Du bist so ein Max. Max, Alter. Max, wir kommen auch zusammen ins Fernsehen. Das wissen die Leute noch nicht. Wir dürfen das nicht sagen, aber wir kommen zusammen ins Fernsehen. Darf man das schon erzählen? Nee, man darf ja nur, wir können ja nur sagen, dass wir ins Fernsehen kommen. Ich war total oft schon im Fernsehen. Nein, warst du gar nicht. Wo denn? Top 10 die hässlichsten YouTuber, was? So, du hast ja jetzt auch schon Romatras Farm bewertet. Die war ja nicht so gut. Du kannst super ehrlich sein, ja? Romatras Farm war nicht so gut, ja? Ach, Junge. Also, naja, Romatras hat funktioniert. Also die. Ja, geil. Guck dir das an. Oh ja. Ja. Hab ich selber gebaut. War meine erste. Also ist krass, oder? Hättest du mir nicht zugetraut, oder? Max, wirklich, du bist gerade wie so ein Kind aus so einer Sonderschule, was da gerade sagt, so, ich habe den Lutscher gegessen, ohne den Stiel zu verschlucken, Herr Lehrer. Ist es gut? So, das kann man ja nicht ernst nehmen, Alter. Das ist ein guter Vergleich. Ich verstehe jetzt gerade nicht, kannst du mir gleich nochmal bildlich zeigen. Aber ich frage mich jetzt, warum ist hier kein Knochenmehl? Hat das jetzt in 8 Stunden 2 Knochenmehl gemacht? Ja, weil es Trash also ist, seine Farm. Läuft der Server 24/7? Ja. Nö, 3 Wochen geguckt. Ist der Chunk geladen? Also ihr seid wahrscheinlich nicht am Spawn von dieser Welt, oder? Nee. In einer Minecraft-Welt und auf dem Server sind nur die Spawn-Chunks immer geladen. Theoretisch kann man ganz doof einfach mal den Spawn-Chunk hierhin verlegen, aber es geht dann auch ein Great Effect. Ihr seid ja ganz weit weggereist. Kannst du das? Das wäre, also ich bin gegen Cheaten, aber das wäre ein geiler Cheat. Ja, dann ist es halt so, dass diese Chunks hier dauerhaft geladen sind und dass auch die Farmen funktionieren würden, wenn ihr nicht da seid. Ja, das ist doch ein geiler Cheat. Das ist doch kein Cheat, das ist ein Feature. Das
zeige ich mir Nultic Bambusfarm. Ja, es gibt eine Farm, die ist ein bisschen zu krass. Ich habe sie selbst noch nicht gebaut, aber da kann man so schnell wahnsinnig viel Zeug sammeln. Das ist schon nicht ja, was hat man denn davon? Da kriegt ja pro Sekunde einen Bambus raus. Aber wofür brauchst du denn das? Den Sand unterhalb einer Bambuspflanze ziemlich schnell hin und her switcht und die denkt sich natürlich, oder dann gibt es ein bisschen Bug, dann wächst das Bambus schneller und dann ploppt jede Menge raus. Ich habe es selbst noch nicht gebaut. Ich hab gerade schon gehört, dass es verboten worden ist, weil es zu schnell ist. Was brauchst du hier, Revi? Das hier? Ja. Das ist ein Haus. Aber für wen? Ja, da unten sind die Villager drin. Ich wollte es einfach nur ach, schön geil haben. Ja, geil, finde ich, gefällt mir. Ich wusste nur nicht, wieso, also für die Villager. Ja. Max, weshalb die Farm gar nicht so funktioniert, der Wasserstrom oben funktioniert gerade nicht, der ist kaputt. Alter, kaputt, peinlich, Junge. Das ist peinlich. Also, nee, das ist echt ein sehr unangenehmes Ding. Boah, Max, das ist wirklich echt, das will ich jetzt, das ach, sitzt hart, oder? Also ich meine, klar, wir machen alle Fehler, aber guck mal, du sagst die ganze Zeit, ich bin so stolz auf das, was du da machst. Das ist einfach nur ein Sch**haufen, weißt du? Was machen wir jetzt? Wie peinlich ist dir das? Wie peinlich ist dir das, Max? Es hat jemand von euch manipuliert. Genau, nein, es sind immer die anderen, Max. Das kennen wir ja schon von dir. So. Wir haben jetzt hier vorne ein kleines Haus stehen neben meiner Farm. Da sind jetzt erstmal zwei Villager drin. Gitter kommt auch noch da rein. Dann haben wir schon mal unsere Vending-Villager hier. Ja. Das Vending läuft. Fresse, Romatra, wirklich. Ja, geil, Mann. Tut mir feier leid. Mal mehr gegen... Nee, ich hab IRL-Hunger. Das macht mich richtig belastend. Das macht mich als Person belastend. Das macht mich belastend. Hard. Was essen Villager alles? Was kann ich denen alles zum Essen geben, damit die sich vermehren? Kartoffeln, Brot, Karotten. Auch Endrots, oder? Die verklagen dich dann wegen sexueller Belästigung. Mhm. Die finden das ja geil. Du weißt es ja gar nicht, Spark, worauf Villager stehen. Woher willst du es wissen? Woher willst du es wissen, Spark? Zählt mir meine Intuition. Also hast du mit einem Villager geschlafen. Bro. Die Frage ist, was hast du in der Zeit gemacht, in der ich 46 Diamanten rangeholt habe? Du hast das Ergebnis gesehen. Ich habe echt kein Cobblestone. Das ist das Ergebnis. Eine unnötige Farm wieder, Eine unnötige Kakteenfarm. Das ist das Ergebnis von zwei Stunden. Nicht nötig, und das wisst ihr alle. Erklär mir nochmal ganz kurz, wofür wir die brauchen, Max. Ihr werdet so lachen am Ende. Ihr werdet staunen und lachen und weinen zugleich. Okay, Bock drauf. Boah, Gitta ist so kooperationsfreudig, Alter. Auf welche Höhe farm ich? Auf Höhe 10 immer. Weil die Lavaseen auf der Höhe 11 sind. Und wenn man AFK ein bisschen nach vorne buddelt, dann tappt man nicht aus wie ein Lavasee rein. Ich hab gesagt, ich soll auf 11 machen. Und du hast wieder den besseren Tipp. Ist alles in Ordnung. Das ist so geil. Feier das so. Ich dachte so, yo, Romatra, wir sind beide lost. Komm, lass mal Minecraft anfangen, holen wir jetzt einen Pro. Dann ist warte mal, halt's Maul. Der Pro. Digga, Moment, stopp. War gerade deine Aussage, besser. Komm, wir gehen hin und Romatra, hey, wir beide, wir spielen jetzt Minecraft. Meinst du, dass es genauso gelaufen ist? Ich kann dir mal den Clip zeigen, wo ich gesagt habe, wir spielen jetzt Minecraft. Nee, Mama, kein Bock auf Minecraft, Alter. Was talkst du hier schon wieder? Penner, Max, Junge. Penner, Arsch. Ich habe Revi schon 1000 Fragen gestellt, der labert nur und nie stimmt was. Ja, aber ich I get done, im Gegensatz zu dir. Crafty ging Ende des Jahres, ich bin ein bisschen eingerostet. Nein, auf, Gitter! Romatra, du hast du es gehört? Nein, Gitter, nein! Gitter, nein! Mann, warum bist du so eine Schaffe geworden, Gitter? Gitter macht gerade richtig Faxen, Alter. Fisch. Halt deine Fresse. Boom. Gitter ist trapped. So. Gitter ist in dem Building, Junge. Ehrengitter ist back am Start. Und jetzt kann Mending gegrindet werden, Leute. Boom, Junge. Was hat Trimax gemacht? Eine Schaffe wieder gebaut. Okay, ich habe jetzt 15 Pistons und 15 Observer. Ja, dann kannst du 15 Pflanzen bearbeiten von den Dann Lampen. Bist du fast fertig mit deiner nutzlosen Scheißgabe. Ja, richtig. Gemacht, Max. Ich bin richtig stolz auf dich. Wenn ihr möchtet, kann ich Warzen für euch anpflanzen. Scheiß, Max, Alter. Züchte die Warzen weiter im Intimbereich und talk mich nicht voll. Das geht. Echt jetzt? Ja. Vielleicht schon lost. Okay, Nenter kommt. Ich mal rauskommt, ich hoffe mal nicht. Nenter kommt. Oh, wenn guck mal, Setter, Achtung. Kann er auch nicht brennen. Guck mal, Nametag, wie findet ihr das? Primex, sehr gut. Gefällt ja. Mir. Sehr gut, perfekt. Haben wir geklärt. Dieser Villager, ich habe jetzt 36 Emeralds innerhalb von ein paar Sekunden getradet bei dem, ne? Gegen Holzsticks, Alter. Das ist so broken, Alter. Das ist so geil. Das klingt echt geil. Das war wirklich sinnvoll. Das erste Mal. Mann, Max, irgendwann, also wirklich, die Stimme, die kotzt mich an. Ja? Ich wusste gerade nicht, was ich anders sagen soll, aber es nervt. Jungs, ich würde mich jetzt aufmachen. Ich möchte, wenn ich wiederkomme, hier eine Menge Improvements sehen. Villager Farm läuft. Das funktioniert ganz gut. Ja. Der Typ verkauft wirklich für Stöcke Edelsteine. Ich glaube, der ist, also ich weiß gar nicht, ob es so legal ist. Wenn die Aborigines so über den Haufen... Die Aborigines, Alter, wovon redest du, Max? Wie heißt der denn? Der Villager ist doch kein Aborigine. Ach so. Junge, Alter. Da hast du aber ganz tief in die gegriffen, Max, aber wirklich. Gut, ich würde sagen, meine Freunde, das war's. Und dann sind wir raus.